Ralf Sann ist auf einem guten Weg. Der Belastungstest auf dem Fahrradergometer zeigt einen regulären Herzschlag und gute Blutdruckwerte. Kaum zu glauben, dass der 45-Jährige noch vor gut einem Jahr kaum mehr als 10 Schritte am Stück gehen konnte. Damals wog er über 220 Kilogramm. Zum Schluss ging eigentlich gar nichts mehr. Ich habe meine Tage auf dem Sofa verbracht, habe das Haus eigentlich nur verlassen, wenn es sich nicht vermeiden ließ, sprich zum Arzt gehen. Selbst kleinste Wege waren fast unmöglich. Also eine Treppe mit 20 Stufen musste ich zweimal drauf stehen bleiben. Sonst ging es überhaupt nicht. Die Knie wollten gar nicht mehr. Ständig Schmerzen. Ich, das hatten wir gesagt, 121,4, ne? Prima. Da haben sie ja toll weiter abgenommen. Klasse. Mehr als 100 Kilogramm hat Ralf Sand schon abgenommen. Und es geht noch weiter. Hilfe fand er vor 3 Jahren am Klinikum Lippe. Spezialisierte Ärzte behandeln dort Patienten mit Adipositas, mit krankhaftem Übergewicht also. Die meisten Patienten, wenn sie zu uns kommen, sind in einem sehr schlechten Zustand. Denn morbide Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, ist oft begleitet von schwerwiegenden Begleiterkrankungen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dazu gehört Luftnot, Schlafapnoe, Diabetes, aber auch Probleme des Skelettsystems, also Rücken- und Gelenkbeschwerden. Diese Erkrankungen haben wir bei einer Adipositas-Behandlung immer mit im Blick. Und oft ist es aber so, dass sich die Begleiterkrankungen deutlich bessern können oder sogar verschwinden können, wenn der Patient erheblich an Gewicht abnehmen kann. Alles ausatmen, raus, 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 raus. Tief rein und pusten. Raus, 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 raus. Ihre Hauptschlagader, die ist sehr gut. Das Klinikum Lippe verfügt über die notwendigen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, um Begleiterkrankungen zu erkennen und zu behandeln. Am wichtigsten ist es aber, dass die Patienten abnehmen. Ein langer, mühsamer Weg. Patentrezepte gibt es nicht. Jeder Patient ist anders. Die meisten Patienten haben schon mehrfach versucht, vergeblich ihr Gewicht zu reduzieren. Wir müssen deshalb erst einmal gucken, ob vielleicht eine Stoffwechselstörung vorliegt, die die Fettleibigkeit verursacht. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss geprüft werden, ob der Patient wirklich alles getan hat, um abzunehmen. Das wird von uns unterstützt durch Bewegungstherapie, durch Ernährungs- und Verhaltensschulung. Trotzdem kann am Ende das notwendig sein, dass eine Operation durchgeführt werden muss, wo zum Beispiel der Magen verkleinert wird oder wo ein Bypass angelegt wird. Das ist aber keine Entscheidung des Chirurgen alleine, sondern es ist immer eine Entscheidung durch ein Team von Ärzten. Für Operationen an den schwergewichtigen Patienten steht am Klinikum Lippe ein besonders großer Operationstisch zur Verfügung. Solche Eingriffe sind Risikooperationen und stellen hohe Anforderungen auch an die Narkose. Der Chirurg operiert endoskopisch, das heißt durch einen dünnen Schlauch. Dabei wird entweder ein Bypass gelegt, die Nahrung also am Magen vorbeigeführt, oder aber ein Teil des Magens entfernt. Auch der Magen von Ralf Sann wurde zu so einem Schlauchmagen verkleinert. Nach einer Magenverkleinerung oder einem Bypass können die Patienten nur noch kleinere Portionen zu sich nehmen. Trotzdem nehmen sie dadurch nicht automatisch ab. Sie müssen sich kalorienbewusst, das heißt also sinnvoll ernähren. Sie müssen sich vor allen Dingen auch viel bewegen. Nur dann können sie auch dauerhaft abnehmen. Anders gesagt, die Patienten müssen Adipositas als lebenslange Erkrankung anerkennen und sich auch weiterhin damit beschäftigen. Ralf Sann hat sein Leben deshalb umgestellt. Im Klinikum Lippe leitet er eine Selbsthilfegruppe. Diesmal steht ein Vortrag über gesunde Ernährung auf dem Programm. Unter Anleitung einer Physiotherapeutin betreibt die Gruppe mehrmals in der Woche Sport. Denn nur wer sich bewegt, kann auch abnehmen. Mit seiner Frau kocht Ralf Sann häufig und gern. 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag, mehr nicht. Und große Mengen sind ohnehin nicht mehr möglich. Seine Einstellung zum Essen hat der 45-Jährige komplett geändert. Die Nahrung sollte sich schon gesund zusammensetzen, aber ich mache also keine Diät und halte auch nichts von Diäten. Diäten haben mich dick gemacht. Der Jojo-Effekt macht dick. Und das will ich nicht mehr. Ich will keine Diät leben. Ich esse fast alles, halbwegs fettarm schon, gesunde Kost, viel Gemüse, eiweißlastig. Aber ansonsten esse ich alles und ich gehe auch durch
Ausmal zur Fastfood-Kette, dann ist es nur eben in meinen Speiseplan eingebaut. Zu Hause bewahrt Ralf Sann noch die Kleidung auf, die er einmal getragen hat. Jeansgröße 74, das Halbmaß für den Taillenumfang. Inzwischen passt er beinahe zweimal in die Hose. Und er hat ein klares Ziel, will demnächst weniger als 100 Kilogramm wiegen. Vieles spricht dafür, dass er dieses Ziel auch erreicht.